Und weiter geht's mit Awakening 4, das Himmelsschloss. So langsam höre ich mich auch wieder nach mir an. Das freut mich. So, beim letzten Mal sind wir mit dem irgendeinem Gefährt hier hingefahren. Und sind jetzt hier mit unserem armen, immer noch gebrochenen Einhorn. Dornentor. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Da oben schwebt eine Insel, die erreiche ich nur mit geflügelter Unterstützung. Das arme Tier kann immer noch nicht fliegen. Ich muss seine Wunden verarzten. In dem Deckel fehlen einige Tafeln. Vielleicht lässt es sich damit öffnen. Er. Das Deckel. Das ist eine Art Schließmechanismus. Abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Hier könnte ich was aufhängen. Kotrad untersuchen. Stelle mit den Kodrädern die korrekte Symbolfolge ein. Was davon ist denn das Ergebnis, das hier unten? Okay, die beiden ergeben das da. Seht ihr? Das hier. Und hier unten muss das Dreieck hin. Wie gibt's das hier gar nicht? Da muss das Dreieck da oben hin. Ah, da war's schon. Und ich komme da nicht wieder hin. Ja, und das ergibt dies da. So, jetzt brauchen wir das hier. So, jetzt sind auch die da unten. Und die Tür ist offen. Die Tür. Mein Gott, das Tor ist offen. Die Tür, wie auch immer. Hier ist etwas völlig überwuchert. That scoundrel Dreadmire's hoodwinked us. That basilisk will petrify us if we get near it. But we need to find a way past it. Okay. Hier, Stöckchen. Nein? Na gut. Komisch, dass das hier schon das Tor ist. Ist nicht gut gemacht.
bin ich schon. Hier geht's nicht weiter. Entschuldigung, ich bin aus dem Bild rausgefallen. An dem Laternenpfahl vor dem Elfenbeintor. Ach da. Nein. Wo denn? Wo siehst du hier einen Schlüssel? Aber hier kann ich nicht... Ach so, ah, okay. Ich vergesse immer, dass wir den haben. Tut mir leid. Ich dachte, wir müssen eine Schere suchen. Ich kann mir das einfach nicht merken. Drehe die Scheibe, um die richtigen Bilder zu formen. In der Uhr ist ein Schlüsselloch. Okay, aber hier können wir irgendwie noch nichts machen. Dieser Dornbusch ist abgestorben und sehr stachelig. Da muss ich irgendwas einsetzen. Ja, wahrscheinlich die hier. Ist da nicht gerade Drandmeier in das Schloss gelaufen? Wie hat er es so schnell bis hierher geschafft? Heiliges Kanonenrohr. Ich weiß nicht, was da stand. Was für ein seltsames Tor. Überall sind Ranken aus Bronze. Hier abfackeln? Nein. Ob sie das hier gelesen hat, als der Basilisk angriff? Leider fehlt inzwischen das halbe Buch. Der Ärmste ist auch versteinert. Entschlüssel mit Hilfe der Uhr die Antwort für jedes Schloss. Achte auf die Uhrzeiger.
Okay, das sieht gut aus. Ja, das haben wir jetzt schon. Ja. Okay, dann das hier. Jetzt habe ich es verstanden. Ah, das ist schon schön hier. Mit diesem Gerät beschleunigt man das Wachstum der Pflanzen. Ja, wir haben aber keine Pflanze. Noch nicht. Einige der Blumen reagieren auf das Licht. Wieder muss ich öffnen. Gartenschere. So, fehlt noch die Schere. Das war jetzt cool gemacht, fand ich. Finde aber diese Schere nicht. Muss ich dafür Licht anmachen? Sehe ich die dann vielleicht besser? Ah. Was? Nein? Na gut. Aber wofür brauche ich denn jetzt die Schere?
Ah, na klar, da wo wir die Schere gefunden haben, brauchen wir die auch. Dieser feine weiße Staub, das ist Kreide. Ein Topf, Töpfe voller Erde, alle mit Symbolen markiert. Huch, das ist eine Statue der Feenkönigin. Die Feen haben bestimmt beim Bau dieses Gartens geholfen. Ziehe die Knöpfe an die richtige, in die richtige numerische Reihenfolge. Das ist ja jetzt nicht das schwerste Rätsel aller Zeiten. Hoch. Na gut, hier sind jetzt sehr viele Blumen und wir haben jetzt alle Steintafeln, aber was wir damit machen, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin.